Basalt Face met his well-deserved end and perished in a blaze of energy. But the Queen of the Skrits took advantage of the confusion of the battle and escaped from her prison. While the City of Machines was consumed in an inferno of energy bolts, the Queen fled to her old lair. Scores of nomad warriors were killed in the blast of the gigantic explosion, and only those who were able to take refuge in the Skrit lair were spared from destruction. But there, the Skrit warriors lurked, slaves to the impassionate will of their monarch. Ich bin mir jetzt noch gar nicht sicher, ob das jetzt noch das vorletzte oder schon das letzte ist, weil es kann auch genauso gut sein, dass ich jetzt einfach nochmal ein Level habe, bei dem ich einfach nur durch die ganze Schlucht hier wieder durch muss. Aber Moment, ich kann immer auskundschaften, weil ich weiß ungefähr, wie das letzte Level aussieht. Aber es sieht so aus, als wäre das erst das vorletzte. Okay, ich muss ja anscheinend einfach nur mal durch. Oh. Der gibt mir gerade eine Danger-Warnung. Danger? Ja. Man darf nicht zu weit von seiner Insel weg. Man hat da in der Ecke unten sieht man so ein paar Pegel. Und die sagen, wie hoch bzw. wie weit du weg von deiner Insel darfst. Für das Level lasse ich aber beide Flugzeuge so, wie sie sind. Da brauche ich keinen Bomber. Ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass mir meine Bertha zerstört wird. Weil eigentlich brauche ich sie nicht mehr. Bodentruppen. Okay. Wenigstens können die mir auf meiner Insel nicht wirklich gefährlich werden. Habe ich ja die ganze Zeit meine schöne Selbstheilung. So. Ich höre Skrits, wo sind sie? Skrits! Wäre das nicht effektiver, wenn du die einfach am Boden mit deiner Magie bekämpfen würdest? Wenn ich Kampfzauber gerade da hätte. Ach. Oh, Moment, das sehe ich was, das sind Artefakte. Ihr zwei explodiert hier einfach mal. Egal, ob mein Nachtzimmer jetzt drauf geht. Blöde Wespe, hau endlich ab hier! Ja, Wespe, ich rede mit dir. Weg. Pfui. Nein, meine Tastatur kannst du nicht essen. Hau ab! Sie ist aus dem Fenster raus und das Fenster ist zu. Sehr schön. Yay! So. Ich wollte ein Flugzeug haben. Wow. Was ist da? Oh!
Oh, was ist das? Das war eine Turret, eine blaue. Eine blaue Turret. Eine blaue Turret, wissen wir, was das bedeutet. Es war sogar eine Zweier. Ja, wir wissen, was das bedeutet. Das bedeutet, ich kriege eine zweite blaue Dreierkanone. Jetzt ist die Tage der Wärter gezählt. Ja, ich bin am überlegen, ob ich sie abreißen soll. Habe ich sie? Ja, ich hab sie. Eine blaue Dreierkanone, zusätzliche. Zweite blaue Dreierkanone. Ja, habe ich doch gesagt. Die erste haben wir ja immer noch hier. Zweite blaue Dreierkanone. Jetzt hast du ja deinen Raketenwerfer jetzt. Jetzt hast du deinen Kraftwerk gesprengt. Was heißt denn no free building site? Die habe ich gerade frei gemacht. Ich brauche nur ein Kraftwerk, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, du willst deinen Wärter sprengen, deswegen war ich das jetzt verwundert. Zwei blaue Dreierkanten und da hinten sind noch mehr Artefakte, habe ich gerade gesehen. Ich brauche ein Flugzeug. Da ist sogar noch ein, also was ich gesehen habe, ist das auch ein Wachturm und das letzte ist noch eine Turret. Aber was für eine, das hat mich interessiert. Es ist sogar noch eine Dreier. Da lag einfach eine Dreier rum. Okay. Ei. Da liegt einfach so eine blaue Dreier. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt mal ganz, ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Muss mal ganz schnell wohin. Also. Speicher aber vorher. Ja, Moment. Das können wir noch schnell machen. Ups, falscher Knopf. Ich muss ja auf den hier. Save Game auf hier. Und ich beende mal ganz kurz die Aufnahme. Wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ich habe noch mal ganz kurz überlegt. Und ich weiß jetzt auch, wo was hin muss. Also, das Ding muss ja noch mal ganz kurz weg. Und die Bertha, so leid es mir tut, ich reiße sehr, sehr ungern rote Artefakte ab, aber ich brauche sie nicht mehr. Also, weg mit dir. So, diese Dreierkanone kommt hier hin. Also gut, wenn ich da zumindest weg bin. Nein, das war das Falsche, das will ich nicht. Ja, genau die da. Das wird mein Frontgeschütz. Dann hier kommt die dritte blaue Dreier hin. Das Ding wieder mit. Ich brauch's zwar eigentlich nicht, aber was soll's. Und weil ich ja noch so viele rote Dreier übrig habe, mit denen ich jetzt eigentlich gar nichts mehr so wirklich machen kann, habe ich mir gedacht, die Artefaktpresse brauchen wir gerade auch nicht. Weil wir haben alles gepresst, was wir pressen müssen. Bauen wir hier noch ein Heckgeschütz auf. Ein rote Dreier-Heckgeschütz, das ist doch schön. Jupp. Also, das ist jetzt wirklich eine fliegende Festung. Ich wollte schon schwimmende Festung sagen. Den einen Wachturm, der da hinten noch ist, den lasse ich liegen, weil ich brauche nur einen Wachturm. Außerdem stopft mir das Ding dann bestenfalls meinen Gürtel weiter voll. Abgesehen davon hast du ja vorhin noch, als wir noch nicht aufgenommen haben, gedacht, dass du den sowieso nur an einer Stelle auch hinbauen kannst. Genau. Es gibt nur einen einzigen Platz für den Wachturm und der ist dort, wo er steht. Ich kann den Wachturm, selbst wenn ich irgendwo anders einen Platz freiräumen würde, nirgendwo anders hinbauen. Das heißt, mehr als ein Wachturm macht keinen Sinn.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie das auch abgehen wird mit den drei Kanonen. Du hast aber noch einen Angriffszauber. Ja, aber die Sache ist, wenn ich den da umhau, dann reißt er mal mein Kraftwerk weg. Naja gut, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich gehe hin und sag... Ja, natürlich. Der Wachturm. Was denn auch sonst? Da geht er immer kaputt. Stehe ich schon wieder zu nah am Bauplatz dran, hm? Ein bisschen. Ausgerechnet immer das kostenintensivste, ne? Ja, ja. So, da hinten kommen dann die nächsten. Ah, das hat nervig. Oh, Moment, der ist einmal in meinem Leuchtturm explodiert. Nee. Willst du den Leuchtturm nicht reparieren? Schon wieder erwacht und hat unter das Kraftwerk. Das Kraftwerk muss ich zuerst aufbauen. Denn ohne Kraftwerk ist nichts mit Energie. Waren wir da hinten, was da kaputt gegangen ist? Es war ein Flugzeughangar. Überlegen, ob ich irgendwas da lassen soll. Kann ich die Route 1 noch mit irgendwas kombinieren oder habe ich da... Wofür? Das ist das Silo. Hast du noch eine Route 3er? Ich habe eine Route 3er noch, weil ich bin am Überlegen, die Route 1er wegzuschmeißen einfach. Du kannst Sachen ganz wegschmeißen? Ja. Ich kann sie wegschmeißen und dann liegen lassen halt. Das machst du doch die ganze Zeit. Die bleiben trotzdem da liegen. Ja, aber wenn ich sie so aus dem Gürtel rausschmeiße, dann bleiben sie dort, wo sie sind. Und gehen nicht mit der Insel mit. Die Sachen, die ich so auf der Insel liegen lasse, indem sie kaputt gehen oder indem ich ein Artefaktresort sprenge oder sowas, die bleiben auf der Insel. Aber so Artefakte, die ich einfach so in die Luft schmeiße, die bleiben dort, wo sie sind. Also, die bleiben an der Stelle der Welt. Und das Zweier-Silo, das Rote, das brauche ich sowieso nicht. Ich meine, ich habe ein blaues Dreier-Silo, mehr als ein Silo auf einer Insel ist Platzverschwendung, das eine brauche ich aber. Das ist wichtig. Den ganzen Energiespeicher. Kommen da schon wieder die nächsten? Ja, da kommen sie runter. Wird das jetzt eigentlich immer nur Bodentruppen? Ach, jetzt habe ich es ja ausgetrickst. Jetzt sind sie runtergefallen, bevor sie auf meiner Insel gelandet sind. Nächste Loch. Schauen wir mal, ob wir die auch wieder so schön austricksen können oder ob die hier jetzt landen. Kommen gar keine? Wahrscheinlich ist der unsichtbare Schalter noch nicht so geschaltet worden. Ich sehe
Brutstätte. Und ich höre welche. Ah ja, die haben sich nicht so einfach aussitzen lassen. Macht halt einfach zum kaputt, der ist es schon gewohnt. Deine Kanonen werden auch gerade belagert. Habe ich noch irgendwo einen Kampfzauber rumliegen? So müsste noch einer sein. Oh, da sind sogar noch drei. Drei. Das ist so die richtige Trollmission. Ja, ist es. Oh. Ich sehe Rauch. Ja, willst du den erstmal kaputt machen? Hm, muss ich jetzt mal ganz schnell machen. Bevor da noch mehr kommen. Muss doch irgendwo eins sein. Ich meine zumindest, dass ich vorhin eins gesehen habe. Oder haben sich die durch irgendwelche zufälligen Kanonenschüsse, die in die richtige Richtung gegangen sind, schon kaputt gemacht? Beziehungsweise haben sie meine Flugzeuge, könnten sie auch schon zusammengeschossen haben. Die sind manchmal so schlau. Und zum nächsten Trollpunkt. Kostet eigentlich ein Zweierkraftwerk, okay. Sollte ich mir merken. Dass ich ungefähr immer bis kurz unterm zweiten Strich Energie habe, dass ich notfalls sowas aufbauen kann, damit ich meine Energie wieder krieg. So. Da kommen die nächsten. Bei voller Fahrt trifft man die nicht. Crasht ist oder so. Gerade beide reingecrasht, ne? Ja, ich wollte halt schauen, wo meine beiden Flugzeuge gerade sind und beide crashen gerade gegen eine Wand. So, wo bist du? Wo bist du überhaupt? Ach, hinter meiner Insliste, okay. Einmal hier kaputt machen. Den kaputt machen,
So, haben wir sonst noch irgendwo welche? Noch. Wenigstens ist die Energie wieder fast voll. Schauen wir mal, vielleicht lassen sich die wieder verarschen. Yep. Mal schauen, ob die noch landen oder nicht. Auto haben, wo die Entwickler den Trigger hingesetzt haben. Okay, haben wir es schon.